Tobias Möfer, ich bin Architekt in Berlin seit ungefähr 25 Jahren und ich bin auch Vorsitzender des Architekten-Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg. Da fällt mir ein Roman ein von Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte, der in diesem Roman ungefähr 50 Städte beschreibt, unterschiedlichster Ort, unterschiedlichster Art. Die eine steht auf Tengeln, die andere ist aus Glas, die dritte ist eine Doppelstadt. Das erzählt er alles dem Kaiser von China, um ihm verschiedenste Städte oder Unterschiedlichkeiten zu seiner Heimatstadt Venedig zu erklären. Und man muss sich vorstellen, Berlin ist im Grunde alle diese 50 Städte. Alle Stadtideen sind in Berlin versammelt und sind ausprobiert worden. Und knallen aufeinander. Es ist eine Collage von unterschiedlichsten Stadtvorstellungen. Und ich erkläre mir diese Extremheit, das ist natürlich bei vielen Städten so, diese Extremheit dadurch, dass Berlin immer schon mehr sein wollte, als es ist. Und das hat schon bei Friedrich dem Großen angefangen, wahrscheinlich schon vom großen Kurfürsten, mit Stadtgründungen und mit dem Versuch, Paris und London in Rang abzulaufen, mit Kopien von italienischen Palazzi in Potsdam. Also die Großmannssucht, die hat in Berlin sozusagen große Tradition. Und sozusagen, dass man hier etwas Größeres machen will, als es eigentlich ist, das prägt die Stadt. Und so muss man sich das als Collage von extremen Ideen vorstellen. Und das Ganze, dieser Clash of Figures, das liegt in der brandenburgischen Landschaft, einem Sumpfgebiet, was von den Römern nie besucht wurde und was trockengelegt wurde und was eben auch immer schon behauptet hat, dass es mehr ist, als es ist. Also ich wohne in Wilmersdorf, in Schmargendorf genauer gesagt, in der Nähe vom Rüdesheimer Platz. Da ist auch unser Büro und unser Wohnhaus. Und meine Kinder sagen immer, das ist ja der langweiligste Stadtteil, den Berlin zu bieten hat. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist für mich der Kern der Stadt, wie viele andere ihren Kiez ja bezeichnen. Sondern es ist eigentlich ein Stadtteil, in dem sich weniger schnell die Dinge verändern, als sie sich sonst in Berlin verändern. Es gibt ja hektische Orte und aufgeregte Orte. Und das Wilmersdorf ist von einer großen Kontinuität geprägt. Ja, man kennt ja auch die Wilmersdorfer Witwen und so ein bisschen was ist auch dran. Wenngleich ich sagen muss, es ist auch trotzdem so ein Schleier von Großstadt darüber gelegen. Also man könnte denken, das sei provinziell, aber wenn die Leute sich anschaut auf der Straße, dann ist das doch, muss man feststellen, fest eingebunden in diesen städtischen Kontext, in dieses Gewebe der Stadt. Ich glaube, was mich sehr geprägt hat, ist die Beschäftigung mit der Zerstörung der Stadt. Wir haben ja von dieser Stadt sind ja zwei Weltkriege ausgegangen, der zweite noch mehr als der erste. Und von diesen Großereignissen und von der Teilung in zwei Städte während des Kalten Krieges ist Berlin ja besonders geprägt. Und ich habe mich lange beschäftigt mit der Kriegszerstörung, mit dem Wiederaufbau und dem veränderten Wiederaufbau in der Nachkriegszeit. Ich habe so Schwarzpläne gezeichnet und Parzellenpläne gezeichnet und darin eben auch gesehen, was der Stadt angetan wurde, was der Geschichte, also sozusagen diese Geschichtsvernichtung, diese geplante Geschichtsvernichtung, die hat mich intensiv beschäftigt und über die Forschung da, mit der Beschäftigung, über die Beschäftigung mit diesem Thema habe ich, glaube ich, mir eine Sensibilität aneignen müssen, was diese Fragen angeht. Also ich bin sehr vorsichtig, was also sozusagen den brachialen Umgang mit Stadtstrukturen angeht. Ich finde immer wichtig, in welchem Kontext bewege ich mich und zerstöre ich da vielleicht etwas, was nicht zerstört gehört, weil da Qualitäten drinstecken, die ich nicht so erkenne. Und ich glaube, dass wir in einer wirklich malträtierten Stadt leben, die so zerrissen, immer noch so zerrissen ist, dass sie viel Kontext gebrauchen könnte. Und an diesem Kontext zu arbeiten, das finde ich eine Herausforderung. Wir betrachten ja gerne Städtebau isoliert von der Architektur, einfach damit man erstmal weiß, worüber redet man. Über den Städtebau zu sprechen, dann weiß man, man redet über öffentliche Räume, über die Zuordnung von Gebäudemassen, über die Zuordnung von Funktionen in diese Gebäudemassen. Aber eigentlich lässt sich die Architektur, der Städtebau nicht von der Architektur trennen. Es geht natürlich weiter. Also beim Städtebau einen schönen Stadtraum zu bauen, da hört es nicht auf, sondern die Architektur muss ja auch
reagieren auf diesen Platz. Sie muss ja architektonisch reagieren und sozusagen den Städtebau, die städtebauliche Idee fortsetzen bis ins Detail. Also man kann auch sagen, es gibt sozusagen den städtischen Gebäudesockel und es gibt den unstädtischen Gebäudesockel. Ja. Also wenn das nicht zu Ende gedacht ist, bis ins Detail, dann erlebt man im Grunde genommen den tollen Stadtraum im Kleinen, in der Architektur als Enttäuschung, wenn da nicht eingelöst ist, was das Große verspricht. Ich habe ja eine Grundvorstellung vor langer Zeit mal gelesen, die ich sehr plausibel fand, von Hannah Arendt, die in ihrem Buch Vita Activa beschrieben hat, wie sie die Massenhaftigkeit der Moderne versteht, das Massenhafte sozusagen, das, die Haltlosigkeit im modernen Städtebau, in dem es ohne keine Räume mehr gibt. Da hat sie das verglichen mit einer Tischgesellschaft, wie in einer spiritistischen Seance, sind die Häuser um den Platz versammelt. Und in dieser Seance ist es so, dass plötzlich der Tisch, um den alle versammelt sind, verschwindet, weggezaubert ist. Und indem dieser Platz, dieser Tisch verschwindet, fallen alle ineinander und übereinander her. Also der Tisch ist sozusagen das, was diese Tischgesellschaft zusammenhält. Was mir sehr gefällt, ist daran dieser anthropomorphe Gedanke, dass die Häuser im Grunde wie Menschen sind oder wie anthropomorphe Figuren, die auch an dieser Tischgesellschaft sich verhalten in irgendeiner Weise. Das heißt, sie haben Konventionen. Da ist nicht einer, der eine rote Pappnase aufhat, es sei denn, es ist Karneval, oder es ist einer, der, weiß nicht, andersrum, falschrum am Tisch sitzt, sondern diese Tischgesellschaft lebt von den Konventionen und funktioniert als Kommunikation deswegen so gut, weil alle diese Konventionen verstanden haben und auch leben. Und das kann man sehr qualifiziert und sehr kultiviert machen oder man kann es auch sehr unkultiviert machen. Also wenn einer nicht weiß, dass man eben, wie man sozusagen mit den Nachbarn spricht, wenn einer nicht weiß, wie man das Besteck benutzt, nicht weiß, wann man was zu sagen hat und ob man, in welcher Lautstärke man spricht, dann ist der an der Tischgesellschaft eine Störung. Und wenn man das jetzt mal direkt überträgt auf den öffentlichen Raum, dann ist das ein wunderbares Bild. Also es gibt natürlich eine städtische Architektur, das ist eine, die die vorhin beschriebene Kommunikation aufnehmen will. Ich glaube, dass eine schöne Stadt eine Stadt ist, die, in der alles zusammenkommt, in der alles auch zum Ausgleich kommt, in dem niemand sagt, hier gibt es keine Autos mehr und hier gibt es keine Fahrräder mehr oder es gibt nur noch Fahrräder und nur noch Autos. Also das Problem der Hässlichkeit entsteht immer dann, wenn irgendetwas Oberhand bekommt. Also und im Moment ist es nicht im Moment, sondern seit Jahrzehnten, und das geht's ja gerade, wird ja gerade bearbeitet, seit Jahrzehnten ist das Auto extrem dominant. Und diese Hässlichkeit der Disruption, die tritt dann immer auf. Und ich glaube, dass man, wenn man an diese Ausgleiche denkt, dass man eben auch nicht das sofort wieder so extrem macht, hier dürfen keine Autos mehr stattfinden, dann kommt man dem Ziel ein bisschen näher. Es gibt ja das schöne Beispiel in Barcelona, ganz top aktuell, wo ganze Quartiere autofrei gemacht werden. Und in Miniatur haben wir das an der Bergmannstraße ja gesehen. Und dann kommen Aktivisten auf die Idee, da dann grüne Dreiecke drauf zu malen auf die Straße und das alles zu nivellieren und Betonkübeln mit Pflanzen draufzustellen. So. Und das ist wieder so eine Extremreaktion, die so hässlich ist, weil sie sich nicht vermittelt und weil sie sozusagen die Erfindung eines Einzelnen ist und nicht mit Konventionen beladen. Und das kann es eben auch nicht sein. Deswegen muss man solche Vorgänge immer, muss man die großen Ziele sich ins Auge fassen, aber darf sie nicht ins Extreme führen. Jetzt bist du einer der wenigen Architekten, die ich zumindest kenne, die sich auch trauen, von Schönheit der Stadt zu sprechen. Ist ein paar Mal aufgetaucht. Mein Eindruck ist der, da knüpfst du auch eine Tradition an die andere Architekten vielleicht vergessen haben. Was ist denn eine schöne Stadt für dich? Ja, eine schöne Stadt ist eben in der sozusagen, oder man kann auch sagen, Schönheit ist die Anwesenheit von Regeln. Also eine Idee, die sich formal umsetzt. Ja. Und schöne Städte sind in der Vergangenheit die gewesen, die in einer Gegend mit viel Ton und mit viel Wasser und mit viel Bäumen Ziegel gebaut haben. Andere Städte haben mit Fachwerk gebaut und hatten eine Einheitlichkeit alleine wegen der Bautechnologie und wegen des Baumaterials. Und das ist sozusagen die Anwesenheit einer Regel,
das ist jetzt hier so, dieser Ort wird durch das und das definiert. Und dann gibt es nicht sozusagen das, was rausfällt aus dem Rahmen und was Neues behauptet und hier an der ich muss mich nicht dran halten, ich mache das jetzt anders. Dann geht diese Regel verloren und diese Lesbarkeit verloren. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine schöne Stadt braucht und zwar nicht als ganze Stadt, sondern als Stadtraum. Also das kann sich ja auch wechseln, das kann ja auch anders sein. Also ich würde gerne mal ein Stahlquartier bauen, ja? Was ein städtisches Stahlquartier mit Stahl und Glas, aber urban gedacht, mit den Funktionen und so weiter, aber alles in Stahl, in unterschiedlichsten Stahl- und Glas-Changierungen. Ja? Und das würde genauso gerechtfertigt sein wie das steinerne Berlin, was in den 90ern intensiv diskutiert wurde, oder was weiß ich, die Fachwerkstatt oder Nürnberg und diese ganzen Niedlichkeiten. Aber das wird ja oft so abgetan, ja? Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, was braucht es eigentlich, um einen schönen Stadtraum zu haben, dann ist es diese Form von Verwandtschaft und von Kommunikation untereinander der Bauteile. Ich finde den Rüdesheimer Platz zum Beispiel mustergültig. Also das ist ja eine Stadtentwicklung gewesen, also ein Bauträgermodell. Und das Faszinierende finde ich daran, dass diese Idee, dieses badische oder rheinische, das ist eine Bauträgeridee, wir nennen das jetzt so, da machen wir ein Label und das ist sozusagen alles süddeutsch. Ja? Das sagen wir jetzt, das ist jetzt alles süddeutsch. Und dann machen wir die Architektur so ein bisschen so und dann, aber es ist eine echte Berliner Architektur, also viel größer als diese, aber es gibt in den Giebeln so kleine Fachwerkeckchen und so, aber eine ganz klare, mit der Gründerzeit verwandte Architektur. Und das Tolle ist, finde ich, das ist aus den 20er Jahren und dass da heute immer noch ein Weinfest ist. Da ist immer noch ein badischer Weinhändler, der auf der Terrasse da sehr, sehr erfolgreich im Sommer, wenn wir Corona nicht mehr haben, geht das weiter, seinen Wein verkauft. Und es gibt das Restaurant Landauer, ja, das gibt es da auch schon. Die haben eine süddeutsche Karte und die Straßennamen sind alle so süddeutsch. Also ein Szenario, was erfunden ist, was aber so gut gemacht ist mit Läden, mit U-Bahn-Anschluss, Großzügigkeit, unterschiedlichste Nutzung, unterschiedliche Wohnungsgrößen, dass das heute noch genauso funktioniert, extrem erfolgreich. Ich bin ja überzeugt davon, dass wir, wenn wir nachhaltige Architektur machen wollen, dass das auch mit der Dimension und der Funktionsneutralität zu tun hat. Das heißt, wir sollten nicht den Versuch machen, durchoptimierte Gebäude für nur eine Funktion zu machen, weil diese Gebäude ja, wenn diese Funktion nicht mehr ist, nur noch abgerissen werden können. Davon haben wir leider sehr, sehr viel. Und das ist ja auch oft der Grund, nicht die Hässlichkeit oder die falsche Konstruktion, sondern sehr oft der Grund, dass Gebäude einfach mit dieser Funktion, auf die sie optimiert sind, nicht mehr zusammenpassen. Und deswegen, es kommt eine neue Funktion und dann müssen sie abgerissen werden. Und auch da gibt es ja in der Gründerzeit so einen Maßstab, ohne das jetzt sozusagen als Absolutum zu sehen. Aber es gibt ja so eine Art Maßstab für das, wie man nachhaltige Gebäude macht. Also der Bau in der Mommsenstraße, der kann halt als Büro funktionieren, dann funktioniert er wieder 20 Jahre als Wohnung, und zwar eine Wohnung, und dann funktioniert er 50 Jahre lang als 7 Wohnungen und dann FDG kommt er wieder ein Büro rein und so weiter. Aber da kommt niemand auf die Idee, weil die Räume groß genug sind, das abzureißen, abzuräumen, was Neues zu machen. Und diese Nutzungsneutralität, die sollte uns eigentlich zu dem Gedanken führen, dass wenn wir nachhaltige Bauten machen wollen, dann müssen sie ausreichend großzügig sein, möglichst viele Funktionen beinhalten und auch vom Ausdruck her auch alles Mögliche können. Wir haben ja ein Haus am Kurfürstendamm gebaut, das Palais Holler. Das ist ein Bürogebäude, sieht aber überhaupt nicht nach einem Bürogebäude aus. Das ist im Grunde genommen eins dieser Häuser, was dem entspricht, was ich beschrieben habe, wo man eigentlich auch gut vorstellen könnte, das wären jetzt Wohnungen. Da spricht gar nichts dagegen. Ja, das ist ausreichend groß. Die Lasten sind ausreichend da, sind 5 kN pro Quadratmeter. Also sehr, sehr viel fürs Wohnen reicht's aus. Jeder Flügel passt da rein. Es kann aber auch sehr gut ein Büro sein. Und das ist es jetzt gerade mal. Ja. Aber in 20 Jahren kann es sein, dann braucht man da keine Büros mehr. Und dann wird das eine Zahnarztpraxis oder irgendwas anderes, ein Fitnessstudio oder sowas. Und das finde ich wunderbar. Ja, wir haben ja das Problem, dass diese Bürobauten, moderne Bürobauten, dieses 1,35 Meter Raster haben und das auch zum Ausdruck bringen. Da ist ja die Idee, dass man
dass man alle 10 Jahre das Büro rausräumt und ein anderes Büro wieder reinmacht, immer im Vertrauen darauf, dass diese 1,35 Meter unbedingt sein müssen. Dann werden zweimal, dreimal ein Büro, das ist ein richtiges Rasterdenken. Und das Schlimme ist eben eigentlich, dass dieser architektonische Ausdruck, der da zustande kommt dadurch, der ist zwar sozusagen nutzungsneutral, aber nur bezogen auf das Büro. Also, und der architektonische Ausdruck ist natürlich eine Monotonie. Also da kommt dieser anthropomorphe Gedanke überhaupt nicht auf, den man eigentlich von einem Bauwerk, einem Gebäude, an einem öffentlichen Raum erwarten könnte oder was jedenfalls ein großes Potenzial ist. Und das ist problematisch. Und ich erlebe auch, dass wir bei den Bürohäusern, die wir machen, dass da dieses Raster zunehmend keine Rolle mehr spielt. Genau deswegen, weil eben im Büro sehr viel mehr Freizeitaktivitäten stattfinden und gemeinschaftliche Aktivitäten stattfinden und andere Atmosphären gesucht werden, als sie eigentlich aus dieser 1,35 Meter Zeit kommen. Ich glaube, der IV ist deswegen besonders, weil er eben Architekten, Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Städtebauer, Stadtplaner zusammenbringt in einen Verein, anders als viele andere Architektenvereine, und damit auch programmatisch sagen will, das, was in den letzten 200 Jahren versucht wurde, auseinander zu dividieren in einzelne Professionen, das bringen wir wieder zusammen unter ein Dach und denken das, was wir machen wollen, was wir die Stadt, die wir planen wollen, denken wir zusammen. Und das machen wir mit unterschiedlichsten Teilen. Wissenschaftlichkeit, wir geben ja seit dem 19. Jahrhundert die Reihe Berlin und seine Bauten heraus. Wir machen Jugendförderung in Anführungsstrichen in unserer Profession, also den Schinkelwettbewerb seit 160 Jahren. Und wir kümmern uns auch, wir sind so ein bisschen auch das Stadtgewissen, wir kümmern uns um die wesentlichen Jubiläen, so wie dieses Jahr 100 Jahre Groß-Berlin. Und machen dazu Ausstellungen und machen Diskussionen. Und das ist so etwas, was wir anders machen können, als das die Politik zum Beispiel machen kann, weil wir nicht an Legislaturperioden denken und überzeitlich denken, wegen unserer übergroßen Tradition. Und wir sind sozusagen Mahner und Warner und wir halten die Diskussion über unsere Fachwelt wach und machen positive Vorschläge. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Funktion. Ich kann nicht sagen, dass es da eine Arbeit dabei gibt, wo ich sagen würde, das ist die Lösung. Und das war ja auch gar nicht die Idee des Wettbewerbs, sondern wir wollten eine große Anzahl von Ideen sammeln. Wir wollten jeden Architekten fragen, der Welt pathetisch ausgedrückt, was ist denn dein Vorschlag für die Zukunft? Und diese Beiträge wollten wir zur Diskussion stellen. Und ich generell möchte ich aber sagen, dass ich immer die Beiträge gut fand, die nicht sozusagen Berlin und Brandenburg neu erfunden haben, sondern die angeknüpft haben an das, was schon da war. Und zwar war das ja nicht eine Forderung im Wettbewerb, sondern wir haben einfach alle Informationen zur Verfügung gestellt. Und einige haben eben eine neue Stadt erfunden. Es gibt einen Beitrag aus Spanien, der macht eine Ringstadt um die Kernstadt Berlin und erfindet sozusagen das neu. Das ist eine Utopie oder eine Vision, die ist interessant. Das ist mal ein akademisches Gedankenspiel, aber letztlich wollen wir ja damit wirklich etwas beitragen. Das heißt, man sollte Ideen haben, die geerdet sind, also realistische Visionen, die uns auch weiterbringen, die ein klares Bild dessen zeigen, was wir haben und deswegen, was wir haben und vor allem, was wir daraus machen können. Und deswegen halte ich die Preisträger der ersten 5 Preise eigentlich für uns für ein sehr gutes Spektrum. Und ich bin auch sehr froh über den ersten Preis, weil er eben vielleicht noch etwas mehr als die anderen klar darstellt, wie Berlin-Brandenburg, wie diese Großstadt eigentlich funktioniert und wie man sie auch fortsetzen könnte. Und zwar nicht völlig anders, sondern fortgesetzt und in höherer Qualität die Idee der Metropole aufgreifend, verstärkend und dann gleichzeitig die Landschaft drumherum schützend. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr realistische Vision, die wir unbedingt jedem erzählen müssen und die unbedingt in die Köpfe muss. Ich glaube, geprägt ist der Wettbewerb von den Gedanken, die wir uns machen müssen wegen der Klimakrise. Ja, wir erfahren alle, was das bedeutet, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Und deswegen haben eigentlich alle Beiträge durchweg vor, den Abschied von einer autogerechten Stadt
zu proklamieren und den individuellen Verkehr in irgendeiner Form zu reduzieren und den schienengebundenen Verkehr nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Verkehre reduzieren können, wie wir diesen Energieverbrauch, den wir da machen, reduzieren können und wie wir das vor allem in eine gute Stadt überführen. Und damit haben eigentlich alle Arbeiten zu tun. Und von diesen Arbeiten schätze ich natürlich die ganz besonders, die daraus auch Städtebau machen wollen, weil sozusagen in der Stadt die Kommunikation unter uns, die Kommunikation der Stadtgesellschaft sich im Städtebau abbildet. Und das ist ja letztlich etwas, was Berlin ausmacht und warum man in einer Metropole lebt. Ich glaube, man muss Angebote machen. Man muss realistische Visionen entwickeln und die nach vorne bringen und versuchen, Leute davon zu überzeugen, weil wir haben ja wichtige Aufgaben. Ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben ist ja tatsächlich, unabhängig von dem Architekten-Ingenieurverein, der so einen tollen Wettbewerb macht, tatsächlich auch planerische Vorschläge zu machen. Und da würde ich natürlich sofort sagen, der Hochhausring am S-Bahn-Ring, ja, der City-Ring, das ist ein Projekt, was ich als Senatsbaudirektor sofort realisieren würde. Ich würde sagen, der Ring wird von einer Nacht auf die andere in enger Abstimmung mit meinem Bausenator wird ja zum förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsgebiet. So, und dann liegt nämlich der Deckel auf allen Grundstücken, die Grundstücksspekulation ist gestoppt und dann plant man da, schafft man Baurecht drauf, schafft sich vorher noch 150 Mitarbeiter an, die das dann durchführen und dann realisiert man das. Macht man Angebote von Baumasse an Orten, wo es wirklich gut funktioniert. Und das andere Thema ist, glaube ich, dass man den Bürgerinnen und Bürgern klar machen muss, in den innerstädtischen Bereichen, die sehr gut versorgt sind, die aber im Grunde genommen viel mehr Bebauung noch vertragen würden. Liebe Leute, wir haben ernste Probleme. Es ist ernst, nehmen Sie es ernst, um mit Frau Merkel zu sprechen. Wir müssen verdichten, wenn wir nicht die Landschaft zersiedeln wollen. Und ihr müsst jetzt akzeptieren, dass wir hier in hoher Qualität etwas Neues machen, euer Quartier verdichten, eine höhere Nutzung einbringen. Aber dadurch, dass das ja alles schon in ganz viele Grundstücke in öffentlicher Hand sind, wird denen eben der Grundstückswert durch eine Freiraumqualität zusätzlich sozusagen angeboten. Man macht nicht nur mehr Bebauung, sondern das auch in sehr hoher urbaner Qualität. Und mit dem Grundstückswert, den man sich spart, investiert man in die Freiräume. Ich glaube, das wäre etwas, was ganz wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man mit Bürgerbeteiligung weiterkommt, weil die Bürger, woher sollen sie wissen, wo es lang geht? Wenn man zu viel die Bürger fragt, sag ich jetzt ungeschützt, dann wird man erleben, dass natürlich jeder zuerst an sich selber denkt und zwar die großen Ziele versteht, aber doch nicht bei mir vor der Haustür.